Wir haben unzählige Spaßfaktoren gehabt und voll, es hat uns einfach voll Spaß gemacht. Immer. Das Campen ist eine Leidenschaft von uns. Auch die Kinder haben immer Spaß dabei. Also gern. Die Kinder lernen so viel, die hat heuer Österreich in Sachunterricht lernen müssen und das hat er nicht mehr gebraucht, er hat es schon gewusst. Er hat das vorher gesehen, im Sommer schon gelernt. Das ist die einzige Möglichkeit, dass man wirklich sinnvoll Geografie lernt, wenn man dort hinfährt. Wenn man ihnen voll viel ermöglicht, voll viel zeigt, da können sie das viel leichter was vorstellen drunter. Sicher, und dann weiß man auch, okay, das ist so weit voneinander entfernt, so lange. Ah ja, in Bregenz, da hat es ständig geregnet. Ah, das merkt man sich dann. Ihr könnt euch das Video anschauen auf YouTube. Ich glaube Tag 8 war das oder Tag 9, da sitze ich in der Badehose, weil es so geregnet hat und habe draußen gekocht und also sowas will ich eigentlich so nicht mehr machen. Das ist die Frage, sollen wir sich das Auto kaufen, an Bus, an wen? An 2009er Baujahr mit 141.000 Kilometer, also von den technischen Details hört sich der ja super. Oder sollen wir das nicht machen? Gibt es Alternative? War immer recht kompliziert. Genau, vor allem, weil wir in Kitty ja nicht alle schlafen haben können. Wir haben dann extra das Zelt aufbauen müssen. Und im Wohnwagen, weil er ja auch nicht uns gehört, haben wir immer alles wieder einladen müssen und so machen müssen, dass es für uns passt. Das war recht mühselig. Da haben wir tagelang vorher schon Arbeit gehabt. Nachher dann Arbeit gehabt und im Endeffekt hat der Wohnwagen von innen nicht unseren Ansprüchen erfüllt. Und auch mit dem Käde, es war super am Anfang, mit zwei Kindern ist es gegangen, weil es gehen hat müssen, mehr oder weniger. Aber es war halt zumindest nicht für uns so, wow, das ist also ein Luxusfeeling, es war einfach nie da so wirklich. Wir haben es nicht beklagt, aber. Ich meine, wir haben das das Ganze dokumentiert, wie das angerannt ist. Auf YouTube kann man sich das eh anschauen, diesen Österreich-Roadtrip, was wir gemacht haben mit Katie. Die Alternative war wieder, wenn es Schlechtwetter ist, so wie voriges Jahr. Ja, das kannst du bei Corona-Zeiten jetzt vergessen. In Bregenz. Du hast kein Zimmer. Ja, fortfliegen dürfen wir auch nicht mehr. Da konnte man sich eine Menge halt ersparen. Ich meine, es ist egal, ob du jetzt einen Flug buchst für uns fünf. Das kostet jetzt da schon, du kannst schon rechnen. Na, für viele ist es voll der Hype, dass man jetzt einen Camper sich kauft und. Ja, man lässt ja immer wieder fährt. Mehr. Ja, aber das ist ja, ich bin mit einem Jahr habe ich auch vom Campingplatz zum Gehau gefahren. Ich bin immer schon campen gewesen. Du hast mir das Campingleben gezeigt. Also ich war überhaupt kein Camper. Aber ich liebe das und gerade mit so kleinen Kindern ist das perfekt. Der Bub war glaube ich auch, da war er zweieinhalb, drei Monate alt, war er schon das erste Mal. Mal campen, ja. Campen. Aber da war es immer mit dem Wohnwagen. Überhaupt problemlos. Und mit das Vorzelt zum Aufbauen und so, das war halt alles immer eine Menge und Arbeit. Und jetzt mit Kindern, das ist perfekt. Die sind die ganze Zeit in der Natur draußen. Du erlebst die ganze Umwelt viel intensiver, als wenn du in einem Hotelzimmer eingesperrt bist. Und wir haben rausgefunden für uns, dass uns taugt, wenn wir jetzt fahren irgendwo an die Ostsee oder sonst irgendwo hier einen Trip machen, dass wir da ein, zwei Tage bleiben, wo es uns gefällt und dann aber weiterfahren. Ja, das sind wir. Wir wollen nicht eine Woche unbedingt den gleichen Fleck sehen, wir wollen wirklich viel sehen. Wir wollen ein, zwei Tage da bleiben, mit den Kindern taugt es da, okay, dann bleiben wir einen Tag länger dort und dann fahren wir weiter und wenn es uns so gefällt, auf einmal zack, frack, bremsen und wir stehen schon ja, da beim nächsten Mal. Aber wenn es so wie wir im Schnee einmal weg oder Wochenendausflüge, die sind einfach waren ideal mit den ausgebauten Van. Ich glaube, jeder kennt das, jede Familie kennt das. Mama, ich muss schon wieder aufs Klo. Und wenn, war das nicht cool, wenn wir da ein eigenes Klo hätten? Ja, im Auto. Ja, das war das ideal. Die Autobahn-Klos, ich meine, muss nicht sagen, wie die ausschauen. Na sicher, kostet jetzt ein Batzen Geld. Ja, aber wir haben es ja schon gesagt, wir dürfen ja eigentlich jetzt in den nächsten Jahren schaut es schlecht aus mit Urlaub fahren.
Ja. Urlaub führen. Und jetzt haben wir sich erst das Quad gekauft. Ja. Ist zu überlegen, sollte man ein Caddy verkaufen? Aber der Caddy ist auch cool. Wie unser Mädel auf die Welt gekommen ist, unser mittlerer, haben wir sich den Caddy gekauft. Einfach aus dem Grund, weil wir sich keinen VW-Bus leisten haben können. Und wir wollten aber schon immer einen Bus haben. Der Kompromiss gewesen. Aus Sparsamkeit, weil er sparsam ist und noch relativ ja, schnell und flott zügig dahin fahren kann. Und einen günstigen Anschaffungspreis hat, aber das Maximum an Platz, also vom Preis, Leistung, Platzverhältnis, war es einfach unser Favorit. Wir miteinander im Auto schlafen und nicht irgendwie die Männer im Zelt ausquartieren. Jetzt kommt eine 1 Liter Turbodieselmaschine mit 200.000 Kilometer auf den und der ist super gewartet immer. Und da kann man auf den locker 300.000-350.000 Kilometer fahren also, und man kriegt halt nichts mehr dafür. Und so wie es bei uns ist, wenn wir so irgendwo miteinander fahren, wir müssen mal rau oder irgendwas eh nicht tun, ein kleines Auto geht es für uns nicht. Und dann haben wir wieder den Kopf, auch wenn ich die Kinder in Kinder sitze. Oder so ganz niedrig, so obig. Nein, wir sind den Komfort schon gewählt, dass wir ein höheres Auto haben. Ja. Also ansteigen auf so einem. Das heißt, wenn wir sie in Kelly dabei noch gehalten als Backup, dass wir zumindest das mit dem Quad, was wir sie erst vor kurzem gekauft haben, auf Wechselkennzeichen machen. Und schauen wir vielleicht, dass du das Quad verkaufst. Was ist dir wichtiger? Mit Familie am Wochenende Ausflug machen oder allein mit dem Quad fahren am Wochenende? Was ist dir persönlich wichtiger? Ja, da ist mir natürlich die Familie wichtiger. Naja, dann konntest du ja wieder das neue Quad, wo du fast keine Kilometer oben hast. Wie viel hast du oben? Sind schon 60 Kilometer? Nein, sind schon 100, aber. Oh! Hast du aber, dass man das mit dem Bus auf. Weil das Kennzeichen Quad ist ja so genial, das hinten FR für die Freiheit. Das will ich auf jeden Fall da halten. Und mit der 8er die Glückszahl, was wir ja bei uns dann einmal wieder mit dem haben. Quad was machen. Das heißt, das müssen wir umbauen lassen, wenn finden, der uns sich schnell umbaut und dann auch umtypisieren lassen. Das dauert ja sicher alles ewig. Was meint ihr? Quad weg oder Caddy weg? Oder zumindest jetzt einmal Quad auf Wechselkennzeichen. Ja, und vielleicht Fenster in der Zwischenzeit, wenn. Wenn es wer haben will, es ist dann umtypisiert, kann man mit dem BKW auf Wechselkennzeichen. Das hast du dann. Man kann dann einzeilig oder zweizeilig fahren, das ist sicher eine Idee. Das heißt, dass wir einen Caddy haben, wenn wir einen Camper vermieten dann, weil so ein Familiencamper, wo es mit viel Liebe ausgebaut ist und vor allem durchdacht ausgebaut ist. Ja, und vor allem, man kriegt voll oft so Campers, was für zwei oder ein Single. Ja, das kriegt man ganz leicht überall. Aber es gibt eigentlich, was ich weiß, keinen Camper, der was für zwei Erwachsene und mindestens drei Kinder ausgebaut ist. Ja. Ich meine, das ist ja ideal, das ist ja eigentlich eine Marktlücke, wenn wir das machen. Der sollte auf jeden Fall vier Schlafplätze haben, mindestens. Und einen dann noch irgendeinen Notschlafplatz, wenn das. Und wirklich so konzipiert ist, dass es für so eine kleine Familie passt. Mit wenig Aufwand, weil wenn du lang fährst, auf einmal du bist müde, du willst nicht eine Stunde jetzt dann noch das Bett umbauen und alles. Ja, oder? Es muss einfach rentabel sein. Es muss sein, zack, wir bleiben jetzt schön, legt sich nieder oder ich koche euch noch geschwind was und. Ja, und gerade wenn es regnet, wenn es so eine Woche unterwegs ist. Wenn es regnet, bist, das war vorher gesagt. Und da hast du zwei, drei Tage davon, da ist es einfach regnerisch. Egal, wo du in Österreich bist. Du willst nicht ständig in rausgehen. Momentan ist man ja ein bisschen eingesperrt. Darf man nicht so ins Ausland fahren. Teilweise darf ich ja nicht einmal ganz Österreich fahren. Aber da hat man noch ganz Österreich fahren dürfen. Egal wo es hinfahren warst, das hat immer geregnet. Und da musst du zwei Tage, du solltest schon sitzen können, auch drinnen sitzen. Na sicher, und dass du dann ständig dass du da was aussehen kannst. Musst und wieder was herrichten musst im Regen. Das war schlimm, vor allem am Bodensee, wie du immer los genau. Warst dann. In Bregenz. Gell, Alexander, was ist in Bregenz? Da regnet. Da regnet. Genau, so hast du das gemerkt. Für die Schule. Warum machen wir das auch? Da ist nur Karte. Wo wir drin essen können. Jetzt sind wir alle zu fünft im Regen
im Bett so halb gelegen, gesessen und haben... Du hast, glaube ich, irgendeine Gulaschsuppe noch schnell aufgemacht. Haben das schnell gegessen. Das war, und die Kleine hat nicht einmal gehen können und das war... Boah, war aber. Machen wir das? Machen wir das. Machen wir das.